Mein Name ist Gertrud Selzer, ich bin vom Weltladen der Aktion Dritte Welt Saar und stelle euch heute diese schönen Uhren vor. Hier ist noch eine Katze. Da gibt es Vogelhäuschen, Katzen, Kühe, Hühner, alles Mögliche, an das man eine Uhr setzen kann. Diese Uhren sind aus Altmetall gefertigt. Sie kommen von unserem Projektpartner Oxidos in Bogota in Kolumbien. Angefangen hat das Ganze mit obdachlosen Jugendlichen, die Metallverarbeitung lernten. Und heute ist es ein Ausbildungsprojekt eben genau im Bereich der Metallverarbeitung. Diese Partner Oxidos machen eigentlich eine sehr vorbildliche Arbeit. Das heißt, sie zahlen ordentliche Löhne, Sozialversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung und arbeiten eben vor allen Dingen mit marginalisierten Jugendlichen in Bogota. Vielleicht noch so viel, das Uhrwerk in unseren Uhren, ich drehe es mal um, aber da seht ihr nicht viel, ist hier hinten drauf. Das ist nicht aus Bogota, das ist aus dem Schwarzwald. Und ich glaube, diese Uhren funktionieren wunderbar und bleiben so schnell nicht stehen.